Ich bin absolut Heidi Klums Meinung. Kinder sollen nicht Fernsehen gucken, sie sollen sich einfach mal hinsetzen und überlegen, was sie später mal beruflich machen wollen. Das hast du jetzt aber ganz toll gesagt. Schön Danke. Übergeleitet. Herzlichen Glückwunsch. Kinder träumen nämlich ganz oft davon, Astronaut zu werden. Habe ich zumindest gelesen. Aber es gibt ja auch ganz viele Erwachsene, die finden den Weltraum einfach spannend. Jetzt kommen gleich zwei junge Menschen aus Sachsen zu uns. Die hätten auf jeden Fall das Zeug dazu, mal Astronaut zu werden. Und die haben sogar schon die NASA sehr beeindruckt, kann man sagen. Ja, Lisa und Tommy würden auf dem Mond auf jeden Fall nicht einfach nur dumm rumstehen. Ein Moonbuggy wird auf das Rennen vorbereitet. Startklar in 5 Sekunden. Entwickelt und gebaut wurde das Fahrzeug in Sachsen, im International Space Education Institute in Leipzig. Ein Team dieser ganz besonderen Ausbildungsstätte nahm unlängst in den USA an einem großen Rennen teil. Mit dabei die 17-jährige Lisa Hartenstein, geboren in Chemnitz, die als Pilotin des German NASA Moonbuggy 2009 überzeugte. Sie belegte einen Elektronikkurs und war Mitkonstrukteurin für die Mondauto-Flugtransport-Zerlegung. Tommy Knabe, der 18-Jährige, wurde in Plauen geboren, ist seit 3 Jahren Chefkonstrukteur des Moonbuggy. Er ging in den USA als Co-Pilot an Bord. Alle waren bestens vorbereitet und machten in den Rennen eine gute Figur. 88 Teams traten in verschiedenen Disziplinen an. Wie die Sachsen sich geschlagen haben, berichten Lisa und Tommy jetzt im Hier ab 4-Studio. Und hier sind sie, meine Damen und Herren, Lisa Hartenstein und Tommy Knabe. Yeah! Wow, schön, dass ihr hier seid. Tolles Gefährt. So ein Gefährt hatten wir noch nie im Studio. Ich glaube, da wird nachher auch Andreas Kessler Augen machen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Habe ich das jetzt richtig gesehen, Tommy, dass nur du hier trittst und dass Lisa steuert, oder? Ja, genau. Also im Rennen treten wir zwar beide, aber im Moment haben wir noch ein paar kleine Optimierungsschwierigkeiten. Also wir sind erst seit 2 Wochen wieder im Lande. Okay. Und dieses Fahrzeug war zerlegt in 200 Einzelteile. Deshalb, und dann, es funktioniert noch nicht alles wieder, genau, wie es eigentlich funktionieren soll. Also es muss noch zusammen Völlig optimiert klar. werden. Aber wie kommt man bitte auf die Idee, einen Moonbuggy zu bauen, Lisa? Ja, gute Frage. Also es ist so, dass die NASA halt dafür sorgt, dass oder Jugendliche fördert im Ingenieurwesen und halt einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, das NASA Create Moonbuggy Race. Und es ist ein internationaler Wettbewerb und als Hintergrund steht eigentlich, dass die Jugendlichen später einmal das Mars Fahrzeug entwickeln sollen. Das heißt, es könnte sein, dass Teile von diesem Gerät auch mal tatsächlich benötigt werden, um mal wieder ein Mondfahrzeug zu bauen, wenn man mal wieder auf den Mond fliegen sollte. Könnte sein. Vielleicht nicht unbedingt aus Stahl, vielleicht dann aus Aluminium oder aus Carbonfaser, aber so im gedanklichen Sinne könnte das vielleicht mal passieren. Okay. Könnt ihr das auch nutzen in der Schule? Irgendwie so fürs Abi? Das macht sich ja bestimmt nicht schlecht, wenn man schon mal bei der NASA war. Ich meine, ihr wart ja gerade auch in den USA, ne? Ja. Und dort drüben. Genau. Wie ist das so? In der Schule fürs Abitur? Ja, also seit diesem Jahr gibt es eine neue Verordnung, eine Oberstufenverordnung, wo es möglich ist, eine Prüfung zu machen, also eine zusätzliche Prüfung zu Mathe, Physik, Deutsch, Englisch. Und die Prüfung, die beschäftigt sich dann im Prinzip mit seinem Hobby. Also da kann man seine ganz persönlichen Dinge, also ob man sich jetzt mit Wölfen oder mit Tieren oder irgendwas beschäftigt. Und ich habe mich halt mit diesem Moonbuggy beschäftigt und habe da verschiedene Berechnungen angestellt und bringe das halt jetzt in meine Abiturnote ein. Jetzt erzählt uns doch mal so ein bisschen, was das Besondere an diesem Gefährt ist. Also ich habe das ja schon so verstanden, das soll nicht wirklich auf den Mond fahren können. Das sollte in erster Linie mal fähig sein, um bei diesem Wettrennen in den USA mitzumachen. Aber was macht es denn jetzt zu einem Moonbuggy? Lisa. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass unser Moonbuggy geländefähig ist, weil es halt einen 1,2 Kilometer langen Parcours mit Hindernissen, die bis zu 50 Zentimeter hoch sind, bestehen muss. Mhm. Also haben wir hier, wir haben 4 Räder. Ja. Und dann haben wir hier auch noch Stoßdämpfer, die uns halt, wenn wir über diese Hindernisse fahren, also ein kleines bisschen abdämpfen, weil wir doch fast manchmal bis zum 1/2 Meter hoch springen mit unserem Moonbuggy. Ist nicht wahr, das ist ja gefährlich fast schon. Ja, ist, genau, kann sogar gefährlich werden. Ja, und dann sind wir halt ausgestattet mit Technik, die sich hinten beim Tommy befindet. Zwischen den Beinen, wollen wir jetzt nicht so genau hingucken. Ja. Ne? Was ist da drin? Satellitensystem, GPS und sowas? Ja, GPS, dann eine Blackbox, die so verschiedene Drehzahlen aufzeichnet. Höhenmesser, Temperaturmesser, also alles so, was man für eine Telemetrie braucht. Okay. Ich habe jetzt noch mal eine Frage so von Mädchen zu Mädchen. Ja. Wie ist denn das? Normalerweise interessieren sich doch Mädels in deinem Alter nicht unbedingt für die Raumfahrt, oder? Ja, kommt drauf an. Also ich bin über einen Schulwettbewerb zu diesem Projekt gekommen.
Das German Space Education Institute hatte einen Wettbewerb mit dem Titel Fahrerin für Moon Buggy Race gesucht. Und das an verschiedene Schulen ausgeschrieben. Und ich wurde dann von Lehrern und dem Schulleiter des Gymnasiums Burgstedt auserwählt. Und im Endeffekt dann für dieses Rennen herausgesucht. Also ich habe das Moon Buggy selber nicht so mitentwickelt, aber ich musste natürlich mithelfen, das Moon Buggy zusammenzubauen, was wir mehr oft genug machen mussten durch unsere Reise nach Amerika. Und dann meine Hauptaufgabe, mit dem Moon Buggy zu trainieren und es halt sicher durch den Parcours zu fahren. Eben, du musst und ja auch lenken. Was sagen jetzt die Jungs dazu, wenn du hier Moon Buggy-Fahrerin bist? Ja. Finde es cool. Okay, alles klar. Wie ist das bei dir, Tommy? Willst du mal Astronaut werden oder sowas? Ja, Astronaut eigentlich nicht. Also dafür bin ich eigentlich zu groß. Aber ich würde gern Raketen entwickeln oder Mondfahrzeuge, Marsfahrzeuge. Okay. Oder was es auch weiter noch gibt. Ihr habt jetzt ja einen guten Platz belegt. Was war das genau für eine Platzierung da bei dem Race in den USA? Also diesen Preis, den du gerade in der Hand hältst, das ist der Most Improved Award. Okay. Und den haben wir bekommen. Also diesen Preis kriegt das Team, welches sich zum Vorjahr am meisten verbessert hat. Und wir haben uns mit über 6 Minuten verbessert zum Vorjahr. Super. Also, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid und hier wart. Mhm. Und wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg bei eurer Karriere als meinetwegen Mond, Fahrzeugbauer, Ingenieurin, was auch immer ihr werden wollt. Dankeschön für euren Besuch. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Super. So, und bei uns, liebe Zuschauer,